Die Ermittlungen stehen zwar erst am Anfang, der Täter aber ist schon bekannt. Ein 29-jähriger Brite mit Migrationshintergrund. Er soll am Dienstagvormittag mit seinem Auto in Fußgänger und Radfahrer gerast sein, vor dem Parlament in London. Drei Menschen wurden verletzt, Polizisten zerrten den Täter noch am Tatort aus seinem Auto. Laut britischen Medien stammt der Mann aus dem Sudan, ist vor etwa 5 Jahren nach Großbritannien gekommen. Sein Motiv noch unklar, doch die Terrorspezialisten ermitteln. Der Bürgermeister versucht zu beruhigen. In Großstädten auf der ganzen Welt haben wir Terrorakte erlebt, die versuchen, unsere Gemeinschaften zu entzweien und Verletzungen und Tod zu verursachen. Als Stadt entwickeln wir unsere Antwort auf Terroranschläge weiter, aber genauso arbeiten wir an Maßnahmen, die verhindern, dass es überhaupt zu Anschlägen kommt. Ich bin überzeugt, dass unsere Polizei, Sicherheits- und Rettungsdienste alles tun, um unsere Stadt zu schützen. London also wieder Ziel eines Terroranschlags? Zumindest erinnert die Tat stark an den Anschlag von 2017. Damals war ein Mann auf der Westminster Bridge gezielt in Fußgänger gefahren. 6 Menschen starben. Nur 3 Monate später kamen bei einem weiteren Terroranschlag in der britischen Hauptstadt 8 Menschen ums Leben.